Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich bin's, der Black, und ich bin mal wieder offscreen zu Prydwen zurückgereist, da wo wir im Prinzip das letzte Mal ein bisschen was erledigt haben. Und jetzt geht's nach Nordhagen Beach, diese Quest auswählen, zum Ort schnell reisen. Könnten wir machen, aber wir laufen hin. Wir müssen verteidigen, komm, da können wir auch hin schnell reisen, dass hier einer unserer Orte kommt. Blub. Reisen wir noch ein bisschen weiter. Wir sollen Nordhagen Beach verteidigen. Ja, mal schauen, ob es da noch was zu verteidigen gibt. Denn wir haben ja allgemein und so und überhaupt, ihr wisst schon, Zeugs gemacht und so. So, okay. Soweit, so gut. Nordhagen steht zumindest noch. Das heißt, das ist ein Siedler. Das ist nicht so schön. Den wollte ich nicht angreifen. So, wir gucken mal hoch. Hallo. Hi. So. Aber scheinbar haben die das hier schon alle. Ich hier, um zu helfen. Ja. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Ein paar Raider haben uns bedroht und wollen Vorräte von uns haben. Jetzt, wo die Minutemen uns beschützen, haben wir ihnen gesagt, sie sollen sich verpissen. Sie schienen aber nicht allzu beeindruckt davon zu sein. Sie meinten, sie würden mit ihren Freunden wiederkommen, um ein Exempel an uns zu statuieren. Wir sind keine Soldaten. Hoffentlich kannst du uns helfen, eine Verteidigung aufzubauen, bevor es zu spät ist. Abgeschlossen. Errichte Verteidigungsanlagen ist 60%. Strong hat das gefallen, das ist schön. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Okay. Okay, das Problem ist natürlich, Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Linke Lederrüstung, Metallrüstung. Der hat einen Haufen Zeugs, den habe ich schon ein bisschen was gegeben. Das Problem ist natürlich, es ist gerade keine Verteidigung oder Großartiges da. Ich habe auch nichts großartig, was ich einsammeln könnte. Es sei denn, da ist noch was drin. Schutz 6. Ich könnte höchstens, das geht vielleicht. Hopp. So, Schutz. Noch einfach einen Wachposten irgendwo hinschieben. Hier auf die andere Seite mal. So, hier hin. Genau hier. Hier mitten im Weg. Bom. So, zählt das auch schon? Nee, nicht ganz. Es würde zählen, wenn... Hey, Kleiner. Ja, ist dem Essen zugewiesen. Den Kleinen lasse ich mal fürs Essen bereit. Da ist noch eine andere. Ja, komm mal hier, Mädel. Hallo, Frau Siedler. Du bist ebenfalls für Schutz zuständig. Verteidigungsanlagen 80% Schutz. Wir hauen hier drüben noch eine hin. Da ist eigentlich schon. Da ist auch. Also im Prinzip habe ich alles schon so halbwegs ausgestattet. Hier könnte noch kommen. So. So, die dürfte normalerweise gleich von der anderen noch mit angebastelt werden. So, 100%. Richtig. Hilft bei der Verteidigung von Nordhagen Beach. Warte mal kurz hier. Okay. Wie kommen denn Bösewichte? Kommen denn schon Bösewichte? Bösewichte, put. Kommt zu mir, ich mach euch tot. Oh, eine mit einer Powerrüstung. Oh, Inventar. Das wird jetzt gerade ein bisschen lecker. Ich mach mal kurz erst einmal hier. Ribeye Steak. Okay. Scheiße. Das hat vielleicht nicht ganz so gut geklappt, wie es sollte. Ich glaube, ich muss das jetzt gleich nochmal machen. So was Bescheuertes. Renne ich mitten drauf los. Vor allem, ich habe Granaten. Ich sollte mal Granaten einsetzen, fällt mir jetzt gerade so ein. Manu. Wieder mal typisch. Typisch. So, das von General Atomics entwickelte, International vor dem Großen Krieg entwickelte Robohirn verwendet als einziges Modell irgendwas. Ja, Plasmagewehre und Plasmapistolen verursachen sogar noch mehr Schaden als Laserwaffen und können Gegner zerschmelzen. Toll. Wo bin ich? Bei der Prydwen. Toll. Alles von vorn. Also. Abbrechen. Und. Reisen. Gut, dann müssen wir wohl oder übel nochmal verteidigen. Das kriegen wir aber hin. Sollte kein Problem sein. Ich sollte nur vielleicht, mal gucken, ob ich die Dame noch ein bisschen ausstatten kann. Weil dann hat die noch ein bisschen besser mehr Rüstung und dann fällt die mir nicht um. Weil es sind doch nicht wenige Leute, die da vorbeikommen.
Kriegen wir hin, denke ich. Kriegen wir hin. Und da die von hier kommen, werde ich einfach hier noch ein paar Verteidigungsgeschütze hinstellen. Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Ja. Sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Ein paar Raider haben uns bedroht und wollen Vorräte von uns haben. Jetzt, wo die Minutemen uns beschützen, haben wir ihnen gesagt, sie sollen sich verpissen. Sie schienen aber nicht allzu beeindruckt davon zu sein. Sie meinten, sie würden mit ihren Freunden wiederkommen, um ein Exempel an uns zu statuieren. Wir sind keine Soldaten. Hoffentlich kannst du uns helfen, eine Verteidigung aufzubauen, bevor es zu spät ist. Natürlich kann ich das. So, erstmal hier. Können wir ein paar Sachen tauschen? Schieß los. So, Lederrüstung, linkes Bein, das bräuchte ich mal. Dann, was hast du denn noch? Plünderer Outfit. Das hast du gerade nicht an, das nehme ich mal mit. Die Sportkleidung eventuell auch. Nachtsicht beschleunigende Kampfflinte nehme ich mal mit. 26 Schaden, Fusionszellen hast du auch ein paar. Was hast du von der Waffe an? Gar keine, hä? Impro-Repartierer. 71 Schaden. Meine Fresse. So, ich nehme mal das hier. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Ich will ja auch nicht rennen. Ich will eigentlich nur zu dir hier, liebe nette Dame. Hallo? Hallo? Bleib mal stehen. Hallo? Hey? Will nicht. Weißt du, was wir mal machen könnten? Hier. Halt. So, wie kann ich den eigentlich zuweisen? Wie war denn das? Oder geht nicht, weil da nicht hier gedingens ist. Okay, Escape verlassen, die Dame steht jetzt wieder. Ehrliche Eislandwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Jo. Na klar. Okay. Meine Gute, du kriegst von mir erst einmal Waffen, hast du hier so Schönes. Die beschleunigte Kampfflinte, ja, natürlich. 50 Schrotpatronen. Schrotpatronen kriegst natürlich auch Muni dazu. Ping, 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 ping. Inventar, Munition, Muni, 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 Muni. Wir machen erstmal alles fertig soweit. So, Fusionskern natürlich brauchst du auch. Schrotpatronen. Ich habe nicht so viel davon. Insofern verzeih mir, wenn ich dir jetzt auch nicht extrem viel gebe. Muss reichen hier. Ja. So, dann bekommst du von mir natürlich auch noch ein bisschen Rüstung. Du sollst ja auch was aushalten. Und zwar hier Sportkleidung kannst du darüber kriegen. Du hattest doch noch Lederrüstung, linkes Bein. Naja, besser als nichts, ne? So, also wir haben hier Lederrüstung, linkes Bein. Das legst du mal wieder an. Sportbekleidung hast du zwei einstecken. Oh, die musstest du ausziehen. Jetzt steht sie hier nackig rum. Was macht denn die Lederrüstung? 2 und 5 Energieschaden. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? So, also ich gebe dir erstmal hier, nimm erstmal die hier, dann zieh die Sportkleidung wieder an, weil es nützt dir nichts, wenn du eine Lederrüstung anhast und dann nicht weiterkommst. Beziehungsweise, was macht der hier? Postbodenuniform, gar nichts. So, rotes Kleid, plünderer Outfit, das kann ich dir rübergeben. Zieh mal das an. So, okay, dann kannst du hier die Lederrüstung an. Willst du mich verarschen? Sportbekleidung 2, Lederrüstung 2 und 5 Energieschaden. 2, ja, obwohl das hier ist Ganzkörper, ne? Na komm, dann nimm die Sportbekleidung. So gut ist es. So. Okay. Mehr kann ich wahrscheinlich leider erstmal nicht machen. Schlaf dich gut aus. Ich bestelle jetzt schnell die anderen beiden Dingens auf und dann sehen wir weiter. Und zwar mit V. Hopp, 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 hopp. Schutz. Hi. So, wir machen einfach hier nochmal die großen hin. Weil das hat es doch gebracht. Oder die sind eigentlich ganz gut hier. Einmal so. Einmal so. Brauchen natürlich noch jemanden, der die Dinger verteidigt. Das machst du jetzt. So. Ja. Okay. Okay. Verteidigungsanlagen absichern. Raus hier und dann hier hin. Und jetzt müssten die ja irgendwann hier kommen. Das ist der Siedler. Halte V, um das Werkstattmenü zu öffnen, will ich ja gar nicht. Ich will Nordhagen Beach verteidigen. Wenn die jetzt von der anderen Seite kommen, werde ich wild. Da. So, okay. Inventar, was ich noch vergessen habe. Splittergranaten. Hopp. Und hopp.
Du bist tot. So, du da. Ich muss hier mal kurz runter. Ui, das hat mich aber ordentlich erwischt. Das hat mich richtig erwischt. Verdammt, ich hab nicht gespeichert, ich Idiot. Ich mach das wieder nochmal. Ich hab keine Lust mehr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie doof sind denn die? Ah, doch, ich hab gespeichert. Gut. Na dann. Hopp. Hey, legen wir los. Hopp. Oh, Käfigrüstung. Ja, Strong, haut drauf. Strong. Ich bin schon wieder gleich tot. Ich kann's einfach nicht. Ich hab's nicht mehr drauf. Entweder haben die eine verdammt krude Rüstung oder ich bin einfach nur verdammt dämlich. Letzteres wahrscheinlich. Wop. Okay. Was? Legen wir los. Du könntest dich verstecken. Ich hab sie verloren. Ich will mich nicht verstecken. Ich will euch hier verstecken. So. So, F3 jetzt erstmal. Ja. Rein ins Gefressen. Nein. Und nochmal. Stimpack! So, und gleich noch was hinterher. Weil ich bin schon fast wieder tot. Verdammt. Das hältst du nicht aus. So. Also, Kleidung. Nee, Kleidung nicht. Hilfsmittel. Was haben wir denn? Gegrillte Red Kakerlake. Klingt doch toll. Jet. Zeitlupe für 10 Minuten. Ach komm, ich nehme mal so ein Teil. Meierle Königin Steak. Das klingt auch nicht schlecht. So. So. Der ist hin. Du auch hier, Junge. Du bist auch hin. Der hat wirklich eine Power-Rüstung hier. Zwei Typen in Raider Power. Drei Typen in Raider Power-Rüstung. Willst du mich verarschen? Meine Fresse. So, abgeschlossen. Hilf mit der Verteidigung von Nordhagen Beach. Plasma-Kartusche. Brauchen Sachen. Wir nehmen. Machete Power 1 Torso Helm. Power 2 Sturmgewehr. Raider Power linker Arm. Okay. Ganz schön fett. Kronkorken. Kampfgewehr. Machete Lederkombi. Splittergranate, Raider Power 2. Oh Mann, die sind ja ausgerüstet gewesen. Meine Fresse. Also, na gut. Gegen drei Typen mit Powerrüstung ist auch okay, wenn man da mal drauf geht. Das darf man dann schon mal. So. Hier, kann ich dich eigentlich hier? So. Und so? Nee, geht nicht. Schade. Escape. Ja, dann muss ich wohl mal wieder reden. Hi, Junge. Wir haben es geschafft. Ich hatte Angst, dass es ein Fehler war, uns gegen diese Typen zu wehren, aber... Die Minutemen waren für uns da. Ja, sprich mit den Leuten in Nordhagen Beach. Sprich mit Gästen Preston Garvey. Den sollten wir bei Gelegenheit auch mal wieder mitnehmen. Aber es war doch cool. Wir haben es geschafft, die ganze Gescheiß... den ganzen geschichtsträchtigen Teil hier zu verteidigen. Ich gehe mal kurz schlafen fremd. Die hier habe ich da hingestellt, ne? Ja, dann gehe ich hier mal hin. Ab. Automatisch speichern. Du fühlst dich ausgeruht. Das ist gut. Was ist das nächste, was wir in der Nähe haben? Die Finch Farm. Haben den Ort noch nicht entdeckt. Wir reisen einfach hin. Okay. Ich würde aber sagen, das Pferd zieht einen Wagen. Können wir noch was kochen? Nee, können wir nicht, weil ich ja schon einiges gemacht habe. Meine Fresse hier. Ihr Typen. Ihr Drecksviecher. So. Habt mir aber auch was abverlangt. Kann man nicht anders sagen. Die waren mindestens genauso gut ausgestattet wie ich. Wahrscheinlich besser. Weil die sich halt mit Powerrüstung hergetragen haben. Ich dürfte im Prinzip fast schon mittlerweile so viel Zeug haben, dass ich permanent mit der Powerrüstung rumrennen könnte. Aber muss ja nicht sein. So, wir gehen erstmal zu dieser Finch Farm und dann sehen wir weiter. Die Richtung stimmt noch, ne? Ja, die Richtung stimmt sehr gut. Okay. Was? Was zum Teufel war das? Wer zum Teufel ist da? Ach, das ist da oben wieder ich will da nicht hin. Ich will die nicht wieder alle kaputt machen. Ja, lauf einfach vorbei, komm. Da ist nichts mehr. Unnötig Arbeit, da oben wieder alles aufzuräumen und auszuräumen und umzuräumen und einzuräumen. Nein.
Blöde Raider. Da hinten ist ein Leuchtturm. Ich glaube, da waren wir schon. Ja, doch, das ist der Leuchtturm, wo ja auch hier diese ja, Atomtypen waren. Nur, dass der leuchtet, wusste ich noch nicht. Okay, gut zu wissen. So, für heute ist aber auch, denke ich, erstmal Schluss. Das ist auch gut zu wissen. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.